Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute wieder mit einem Video zu meiner berühmten Blackout-Serie, gilt aber auch für andere Katastrophen, und zwar geht es heute um das Thema Wasser. Wasser ist unser absolutes Lebenselixier. Wir überleben ungefähr 3 Tage ohne Wasser, aber probiert es mal einen Tag nichts zu trinken, ich habe zum Abend schon Kopfschmerzen. Also es geht relativ zügig. Wir haben es gewohnt, Wasser kommt immer und überall raus, ich brauche nur einen Wasserhahn aufdrehen, ich brauche die Dusche aufdrehen, dann kommt da Wasser raus. Und so verbrauchen wir 121 Liter pro Tag, wir Deutschen. Was aber, wenn das Wasser nicht mehr kommt? Weil zum Beispiel im Falle eines Blackouts der Wassererzeuger keinen Strom mehr hat und deswegen die Pumpen nicht mehr gehen zum Beispiel. Oder was natürlich auch sein kann, was in letzter Zeit öfters passiert ist, wenn plötzlich Fäkalbakterien gefunden werden im Wasser. Auch dann kann ich es nicht direkt trinken. In dem Video zeige ich euch, wie ihr dann Trinkwasser finden könnt, auch mittels App. Und ich zeige euch, wie ihr das Trinkwasser, das Wasser trinkbar macht. Und zwar mit meiner neuesten Erwerbung, eine Miniwell L610. Das ist also der große Bruder von meinem Miniwell L600, den ich euch schon vorgestellt habe. Und der ist richtig gut und der kann richtig tolle Sachen, die ich jetzt so am Markt noch nicht gesehen habe für diesen Preis. Muss ich echt sagen, Tom, ein Top. Und wenn dich das interessiert, was der alles kann, wie man Wasser findet und was du in der Krise magst, bleib einfach dran. Die 20, 25 Euro. Woher kommt denn unser Trinkwasser? In Deutschland ist es so, dass 69% von uns trinken Grundwasser. Einige trinken Quellwasser und manche Oberflächenwasser. Zum Beispiel im der Bodensee, da wird in 60 Meter tiefer Trinkwasser entnommen, wird dann aufbereitet, sodass die dort unten Trinkwasser haben. Wasser wird dann desinfiziert, es wird entmineralisiert, es wird enthärtet, es wird entsäuert. Es kommen dabei chemische Verfahren zum Einsatz, bei manchen physikalische natürlich und biologische Sachen zum Einsatz. Und dann kommt immer wieder die Frage, die habe ich erst vor kurzem in einem Forum gelesen, warum sollte ich kein Wasser mehr haben, wenn der Strom ausfällt? Mein Wasseranschluss, den drehe ich auch ohne Strom auf. Und das ist richtig. Aber das Wasser muss zu dir kommen. Wenn ich jetzt natürlich Grundwasser trinke, was 70%, also fast 70% der Deutschen machen, dann muss das Grundwasser hochgepumpt werden. Die Pumpen brauchen, ja genau, Strom. Funktioniert schon mal nicht. Dann muss Wasser oft gereinigt werden und das passiert unter anderem teilweise mit UV-Lampen. Ihr kennt die Steripen in klein und das gleiche am Wasserwerk in groß drin. Damit werden Bakterien, Viren und Protozoen getötet. Das funktioniert aber auch nur genau mit Strom. Dann hast du zwar das Wasser am Wasserkraftwerk, aber es muss ja irgendwie zu dir runterkommen oder hoch, je nachdem. Und dafür braucht man in vielen Fällen Pumpen und Pumpen brauchen Strom. Und dann ein Problem, das was sich dann nach einigen Tagen ergibt, auch manche brauchen fürs Abwasser abpumpen Strom. Also auch hier könnte man nur mal ein Problem kriegen. Und das heißt, kein Strom, kein Wasser, bei manchen sofort, bei manchen, die meisten, sage ich mal so 24 Stunden, bei manchen anderen vielleicht länger. Was passiert denn, wenn wir kein Wasser mehr haben? Naja, mittlerweile haben viele von uns so einen Sprudel oder was oben drauf druckst und dann kommt Kohlendioxid rein. Also CO2, dass das schön sprudelt. Ja, wenn ich dann natürlich kein Leitungswasser habe, habe ich in dem Moment auch kein Trinkwasser mehr. Duschen machen die meisten von uns. Ich gehe davor aus, alle. Meistens sogar regelmäßig. Wenn ich natürlich kein Wasser mehr habe, kann ich auch nicht mehr duschen. Kochen. Ich brauche oft mal, wenn ich heute Spaghetti mache, dann brauche ich da einen Liter Wasser. Kann ich dann nicht mehr, habe ich dann nicht mehr. Toilette. Der erste hat kein Problem, der da drauf geht. Der zweite, für den wird es dann richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und ganz wichtig, Kaffee. Ich kann mir keinen Kaffee machen, wenn ich kein Wasser habe. Also für mich jetzt ein Notfall quasi. Und jetzt stellt sich die Frage, wie seid ihr darauf vorbereitet, wenn ihr plötzlich kein Leitungswasser mehr habt? Habt ihr dafür schon Vorkehrungen getroffen? Man sagt ja, man sollte pro Tag und Person mindestens 3 Liter vorrätig haben. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Familie, vierköpfige Familie, dann haben die 12 Liter pro Tag.
Wenn jetzt wirklich so ein Blackout passiert, dann ist es das nicht, dass der sofort wieder weg ist, sondern es ist ja gleich in einem der nächsten Video, dann wird ein sogenannter Schwarzstart gemacht und das dauert. Die Experten wissen es nicht, manche gehen von 4 Tagen aus, manche von 7 Tagen, manche von Wochen. Also es kann mal sein, dass ihr eine Woche lang kein Wasser hättet in diesem Fall. Ob ein Blackout passiert oder nicht, schaut euch bitte meine anderen Videos an, die blende ich oben oder unten ein. Ich habe eine ganze Serie dazu gemacht und wer die gesehen hat, der weiß, es ist durchaus möglich, dass ein Blackout passiert, vor allem ab 2023. Also wie gesagt, wenn ich jetzt eine Woche, ich brauche 12 Liter pro Tag mal 7, haben 84 Liter sauberes Wasser, da haben wir noch nicht geduscht und so nach einer Woche, wäre Duschen wahrscheinlich auch wieder ganz angenehm. Was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel für 2 Personen 60 Liter Trinkwasser immer da. Das heißt, das ist mal 10-Tages-Vorrat. Damit habe ich schon mal viel Zeit gewonnen. Die habe ich in Kanister drin. In den Kanister habe ich Micropur-Forte-Tabletten reingemacht, weil dann hält das ungefähr ein halbes Jahr. Dann tue ich die wieder ausleeren und mache die wieder neu voll. Also gesagt, jetzt sind die 60 Liter aus. Was ist da noch? Was ist mit der Klospülung? Das Thema haben wir noch gar nicht gehabt. Was ist mit Duschen? Was ist mit Kaffee? Ganz wichtig. Also das heißt, wir brauchen irgendwo Wasser. Wir brauchen einmal Brauchwasser für die Toilette. Das muss nicht sauber sein. Wir brauchen einmal Duschwasser. Das sollte zumindest halbwegs sauber sein, dass wir uns hier nichts einfangen. Und wir brauchen Trinkwasser und das muss richtig sauber sein. Wo finde ich denn das? Nun, das Erste, was die meisten rund ums Haus haben, ist tatsächlich eine Regentonne. Ich habe jetzt gerade festgestellt, weil ich da filmen wollte, dass unsere Regentonne verschwunden ist. Die ist scheinbar im Winter geplatzt und jetzt haben wir momentan keine. Ich hoffe, dass wir bald wieder eine kriegen, weil das war eigentlich so mein Vorrat für zum Beispiel die Toilette. Da reicht es ja ganz locker. Wer jetzt keine Regentonne hat, ich kann eine Regentonne jederzeit mehr oder weniger selber bauen. Ich kann eine Ponche aufspannen, ein paar Eimer drunter, dann kann ich das Regenwasser auffangen. Regenwasser an sich ist ja destilliertes Wasser. Und destilliertes Wasser, da ist nichts drin. Das Problem am Regenwasser ist das kommt oben aufs Dach, das ist dreckig, das saust durch die Dachrinnen und wer sitzt bevorzugt an Dachrinnen? Genau, Vögel. Und Vögel haben die blöde Eigenschaft, die machen dort, wo sie sitzen, ihr Häufchen und diese Häufchen werden dann schön dort mit reingespült. Das heißt, ich habe dort Bakterien drin, ich könnte aber auch den H5N1 Vogelgrippevirus mit drin haben. Man weiß es nicht. Das heißt, da raustrinken, vor allem das ist dann mehrere Tage da, das heißt, die Bakterien haben viel Zeit, sich dort zu bilden, also direkt raustrinken aus der Regentonne. Ich werde es probieren. Womit? Zeige ich euch dann. Wie gesagt, wer keine Tonne hat, der kann sich ja irgendwas anders bauen. Also Regenwasser auffangen ist schon mal der erste Punkt, den man machen könnte. Und filtern kann man das, und das ist jetzt richtig cool, mit dem Winimel L610. Und hier muss ich mich zuerst einmal richtig bedanken. Einmal bei der Claudia von der Firma Highlander, die mir die kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich bei Martin von MB Survival, Link gebe ich unten, der das Ganze erst möglich gemacht hat. Und der L610 hat etwas, was ich bis jetzt bei so einem kleinen Filter noch nicht entdeckt habe, zu dem Preis. Also da kann ich jeden Soja, Katadin und sonstiges wegwerfen zu dem, was der kann. Und was der kann, zeige ich euch jetzt. Also der Minimel S600 ist ein 3-Phasen-Filter. Das bedeutet, ihr seht hier, ich habe hier den langen Schlauch, der dort reingeht. Und hier habe ich einen Vorfilter dran. In dem Vorfilter haben auch wieder so, das schaut aus wie Drähte und die haben dann 5 Mikron Durchlassgröße. Das heißt, der ganze grobe Dreck bleibt hier schon mal hängen, der ist relativ groß, also der macht richtig was mit. Und ich habe hier einen Schwimmer dran und kann somit die Tiefe einstellen, die eben der hat. Also ich will ja kein Oberflächenwasser nicht, ich will auch kein Wasser direkt vom Boden, sondern ich will es dazwischen und das kann ich mir hier einstellen. Somit haben wir schon mal den Eingang. Den Vorfilter kann ich übrigens auch einzeln kaufen, wenn der mal dreckig ist. Der kostet, glaube ich, im Internet habe ich den für 6 Euro gesehen. Dann haben wir hier das nächste, ist hier ein Aktivkohlefilter. Das ist wieder diese Aktivkohle, die ungefähr 7-mal so viel absorbiert wie normale Aktivkohle. Also das heißt, der hat zwar jetzt nur diese Größe, hätte aber eigentlich diese Größe und das ist natürlich super. Und Aktivkohle hilft euch halt geschmacklich. Geruchlich verbessert. Es ist Chlor, Schwermetall, Huminsäure, landwirtschaftliche Pestizide, medizinische Rückstände. Es steht sogar drinnen, der entfernt 99,99% von Cadmium, Blei und Quecksilber. Und das finde ich mal richtig gut. Also dieses kleine Teilchen kann ich auch einzeln wechseln. Kostet glaube ich 12 Euro im Internet.
Und dann kommt eigentlich der Hauptfilter. Das ist quasi Gegenstück zum Soya Mini, nur mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Der Soya Mini hat 0,1 Mikron. Das bedeutet, Bakterien haben ungefähr 0,2 Mikron und größer und Protozoen haben noch größer, das heißt, die gehen dort nicht durch. Aber Viren gibt es auch manche, die haben nur 0,02 Größe. Und der hat jetzt 0,01, das heißt, die Viren kommt daher und kommt da genauso wenig durch wie beim Soya Mini die Bakterien, nur hier kommt zusätzlich noch die Viren durch. Das heißt, dieser Filter filtert alle pathogenen Bakterien und andere Mikroorganismen raus, zum Beispiel E. coli, das muss ich ablesen, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, also Typhus, Cholera-Bakterien, Legionellen, all diese Sachen, Fäkalbakterien filtert der also raus und zusätzlich noch, weil das kann der Soya Mini auch, Viren, die eben 0,02 bis 0,2 Mikron groß sind, wie Hepatitis A, Norwag-Virus, Rotaviren, Polio etc. etc. Das heißt, aus dem kann ich zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, kann ich mir mit diesem Filter das normale Leitungswasser trinkbar machen ohne Probleme. Das ist also auch nochmal eine schöne Zusatzoption, weil es ja relativ klein zusammenbaubar ist. Kommt dann hier in den Beutel rein und wiegt nur 250 Gramm, den kann ich sogar in Urlaub mitnehmen, wie es mal wäre. Kann natürlich auch daheim hernehmen, weil damit kann ich mir viel mehr Wasserquellen erschließen als vorher. Die Sachen dann einzeln zum Tauschen, was natürlich das alles billiger macht. Wie gesagt, die Aktivkohle 12, der 17, habe ich im Internet schon gesehen, und der Vorfilter 6 Euro, also ihr braucht es dann nur einmal Kaffee und dann jetzt nur noch die Komponenten austauschen. Ich kann aber mir auch gleich auf Ersatz die ganzen herlegen, so kann ich natürlich die Lebenszeit verlängern. Die Aktivkohle sagt man roundabout 1000 Liter, den zwischen 1000 und 5000, je nachdem wie ich ihn rückspüle, und beim Vorfilter weiß man es halt nicht, je nachdem wie dreckig das Wasser ist. So, jetzt kommt der ultimative Test. Leider habe ich das Problem, meine Regentonne ist ja momentan nicht da, die ist im Winter kaputt gegangen und ich habe das gar nicht so mitgekriegt und wollte jetzt eigentlich einen Test machen. Naja, jetzt bin ich zu meinen Eltern gefahren. Jetzt hat es gerade ganz früh Schnee geregnet, auch noch ein bisschen, und jetzt stellt sich die Frage, wer würde hier raustrinken? Naja, aber wir werden das jetzt testen. Oder ich, beziehungsweise. So, ich habe ja gesagt, ich probiere das heute aus. Ich trinke hier aus der Regentonne. Es hat jetzt gerade eine Viertelstunde lang geregnet. Vorher hat es viel, viel sauberer ausgeschaut. Ja, jetzt schaut es nicht mehr ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da schwimmt einiges drin rum. Lecker. Aber wir probieren das jetzt. Hier ist quasi zum Einstellen, wie hoch, wie tief das ein Eige soll ins Wasser. Können wir also hier verstellen. Und dann geht's los. Was mir gar nicht gefällt, dass der hier an die Wasseroberfläche kommt. Das heißt, hier muss ich wahrscheinlich nur ein gewisses Gewicht dran machen. Weil ich will eigentlich ja nicht das von der Oberfläche haben. Das ist ja zu blöd. Ja, sehr intelligent. Also nochmal. Also wie gesagt, ungefähr, ihr kennt es pro Minute, einen halben Liter damit pumpen. Man könnte natürlich auch schneller pumpen. Aber das reicht mir jetzt mal. Naja, schaut soweit ganz sauber aus. Das ist ein Sauerstoff, was da drin rumschwimmt, hoffe ich mal. Also, Prost. Ja, kann man trinken. Ist jetzt nicht so gut wie Bergwasser, aber immerhin. Also, Salute. Also ich habe jetzt ja hier mit dem wirklich aus dieser Pfütze getrunken oder aus der Regentonne, die wo, da hätte ich mich normalerweise nicht drüber traut, sage jetzt mal ganz ehrlich. Ich werde den auch in Zukunft noch weiter testen. Also ich finde es für die Größe, für den Preis ein echt geiles Teil mit den 0,01 Mikron plus Aktivkohlefilter plus Vorfilter und man kann reinschauen. Muss ich sagen, echt cool. Also für daheim kann ich den nur empfehlen. Ich gebe euch den Link unten von Martin von MB Survival. Im Übrigen kommt der Martin demnächst mal auf ein Video zu mir. Wird noch ein bisschen dauern, aber er besucht mich mal von Berlin darunter. Also Martin, ich freue mich schon drauf. Und von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, kann man im Urlaub mitnehmen,
kann man so brauchen. Für daheim, für die Krise, für den Notfall kann man sich hier wirklich sehr viele Wasser trinkbar machen. Klar, einen Rhein würde ich trotzdem nicht raus trinken mit dem Teil. Aber zumindest so kleinere Becher, die ich bis jetzt gemieden hätte, kann ich mit dem definitiv raustrinken. Das finde ich cool. Also von mir Kaufempfehlung, ganz klar. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir so unten rein. Ansonsten würde ich mich natürlich auch ein Like freuen von euch. Und noch mehr, falls es noch nicht passiert, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.